Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt, liebe Zuschauer. Letzte Woche sah es gut aus für den DAX. Auf Wochensicht hat er um 3,2% zugelegt. Es war außerdem am Freitag großer Verfallstag, auch Hexensabbat genannt. Danach stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie geht's weiter an den Märkten? Und das hat der DAX erstmal am Montagmorgen mit roten Vorzeichen beantwortet. Auch letzte Woche gab es schon die Sorge vor einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Aber letztlich haben die Liquiditätsspritzen der Notenbanken die Märkte dann doch immer bei Laune gehalten. Aber was die Neuinfektion angeht, da gibt es auch neue Zahlen und die Stimmen so ein bisschen besorgniserregend. Die Weltgesundheitsorganisation hat am Sonntag bekannt gegeben, einen Rekordanstieg der Neuinfektionen um 183.000 Fälle binnen 24 Stunden. Und die meisten Anstiege, also die meisten Fälle, gab es in den USA und Brasilien. Und dass das Thema jetzt auch in den USA die Märkte nicht kalt lässt, das haben wir gesehen. Der Dow ist mit einem Minus von 0,8% am Freitag aus dem Handel gegangen. Denn hier meldeten die Bundesstaaten Arizona und Florida den höchsten Anstieg an Covid-19-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Also vorm Wochenende ein Dämpfer an den US-Märkten. Und was die Zahlen in Deutschland betrifft, da meldet man wieder steigende Infektionszahlen und einen stark schwankenden R-Wert, auch aufgrund lokaler Ausbrüche. Aber es gibt in dieser Woche auch ein paar Themen, die die Märkte in Atem halten dürften, die nichts mit Corona zu tun haben. Wirecard zum Beispiel und die weiterhin ungeklärte Frage, wo sind eigentlich die 1,9 Milliarden, die eigentlich auf Treuhandkonten liegen sollten, aber jetzt irgendwie anscheinend nicht existieren. Und was heißt das oder was hieße das dann für die bisherigen Aussagen zum Geschäftsmodell von Wirecard? Also bleibt auf jeden Fall auch das in dieser Woche ein spannendes Thema. Außerdem die Lufthansa mit ihrer außerordentlichen Hauptversammlung. Da geht es ja um die Zustimmung zu den Staatshilfen. Und Großaktionär Heinz-Hermann Thiele hatte ja vorher schon seinen Unmut kundgetan. Also wie es in diesem Streit weitergeht, dürfte auf jeden Fall spannend bleiben. Aufgrund der niedrigen Aktionärspräsenz ist jetzt auch eine Insolvenz bisher nicht auszuschließen. Was den Streit mit dem Großaktionär angeht, da heißt es jetzt Insidern zufolge, es soll ein Treffen diese Woche geben im Bundesfinanzministerium. Also auf jeden Fall eine bewegte Woche, die uns da bevorsteht.